liebe Zuschauer, wir kümmern uns jetzt um Ihre Sicherheit, die Sicherheit bei Ihnen zu Hause. In den eigenen vier Wänden Ihrer Wohnung, Ihrem Haus vielleicht, da sollten Sie sich wohlfühlen, da sollten Sie sicher sein. Aber wenn man dann so Fernsehen schaut oder auch die Zeitung liest, da kriegt man manchmal ein ganz schön mulmiges Gefühl, muss ich gestehen. Und die neuesten Einbruchsstatistiken wurden jetzt auch gerade wieder veröffentlicht und da läuft einem direkt ein Schauer über den Rücken. Ich kriege direkt Gänsehaut wieder, wenn ich daran denke. Weil da wird alle 2 bis 3 Minuten ein Einbruch verübt hier in Deutschland. Und das müssen Sie sich mal überlegen. Das kann Sie auch treffen. Und da sollten Sie sich dementsprechend schützen. Das wird ja immer mehr heutzutage. Und Ralf ist bei mir, der hat schöne Produkte mitgebracht für den kleinen Geldbeutel, aber auch richtige Überwachungssysteme, richtige Profisysteme, je nachdem, was man da haben möchte. Und man kann sich aber auch schon mit einem kleinen Betrag wunderbar schützen. Ja, man kann kleine Räume oder einzelne Räume hier ohne Probleme schützen mit unserem kleinen Hausalarm hier, den ich hier habe. Und das ist denkbar einfach. Der wird mit Batterien betrieben. Das heißt also, diesen kleinen Hausalarm, den wir hier haben, den können wir jederzeit stromlos, also ohne Kabel zu verlegen, installieren. Dann sehen wir hier vorne, das da ist ein Bewegungsmelder und der reagiert dann auf Kontakte. Scharf bzw. unscharf stellen tue ich das mit Fernbedienung, da sind 2 dabei. Und damit kann ich jetzt einzelne Räume perfekt abdecken. Ich zeige das mal ganz kurz. Wenn wir jetzt mit der Fernbedienung drauf gehen, müssen wir natürlich von vorne dieses leichte Piepsen. Und jetzt hören wir, die ist scharf. Jetzt geht es ein paar Sekunden, bis sie überhaupt angeht, weil du stellst scharf, bist ja noch im Raum. Du kannst den Raum jetzt also ganz gemütlich verlassen. Und wenn du jetzt draußen bist, nach ein paar Sekunden wird der Bewegungsmelder eingeschaltet. Jetzt kann es natürlich sein, dass sich hier vor unserer Kamera irgendetwas bewegt. Wenn nicht, dann gehen wir einfach mal mit der Hand vor den Bewegungsmelder. Das ist also ein Riesenradius hier, der abgedeckt wird. Und sobald sich da irgendetwas vorne dran bewegt, dann geht der Alarm los. Und man stellt den jetzt auf oder kann man den auch an die Wand hängen? Du kannst ihn auch an die Wand hängen. Jetzt zeige ich gleich, beziehungsweise wenn ich ihn jetzt umdrehe, wird er losgehen wahrscheinlich. Achtung, wir bewegen uns mal und da sehen wir es. Da ist die Befestigung hier hinten. Siehst du, jetzt habe ich mich gerade bewegt. Und, ich mache ihn, glaube ich, gleich wieder aus. Das können wir natürlich auch mit der Fernbedienung sofort wieder machen. Also Sie sehen, Sie können es hinstellen oder auch aufhängen, wo Sie wollen. Irgendwo vielleicht, wo der Eingang des Raumes, den ich schützen will, natürlich in der Nähe ist, dass sofort, wenn die Tür aufgeht, der Bewegungsmelder auch anschlägt und dann der Alarm losgeht. Also ideal zum Beispiel für einen Kellerraum, aber auch bei mir zum Beispiel, wenn ich Angst habe, dass jemand, während ich schlafe, in meine Wohnung kommt, kann ich das auch zum Beispiel vor die Eingangstür oder vor die Terrassentür stellen. Selbstverständlich, wo du willst. Dann einfach dran denken, dass wir scharf schalten. Aber das hören wir ja durch diesen Piepston, den wir gerade gehört haben. Und dann kannst du auch zum Beispiel jetzt auch mein Gartenhaus, auf das du ja nicht immer Blick hast. Oh, da kannst du, siehst du jetzt wieder. Ja, unsere Kamerafrau hat sich gerade bewegt. Ja, ich schalte ihn wieder aus. Und da sehen wir, kleinen Raum, aber Gartenraum. Wohnwegen kannst du zum Beispiel genauso schützen, die du im Garten geparkt hast. Weil es gibt ja immer wieder welche, die meinen, sie müssen das aufbrechen. Und dann hörst du das sofort mit über 100 Dezibel Lautstärke. Also da werden auch die Nachbarn drauf aufmerksam und können dann gegebenenfalls eben im richtigen Moment reagieren. Du siehst, kleiner Schutz. Hier haben wir das Bohrloch, was ich dir vorhin gezeigt habe. Da könnten wir es aufhängen, aber wir können es auch ganz einfach, dann sind wir transportabel, mit dieser Halterung machen, die wir dabei haben. Auch hier passt das genau rein. Da sehen wir, guck mal, oh, jetzt muss ich nur aufpassen, jetzt geht gleich der Alarm wieder los. Dann hast du es so, dann kannst du es auch noch ein bisschen flexibel, noch ein bisschen variieren. Ja, da hast du also die Möglichkeit, hier mit dieser Halterung das entsprechend einzustellen. 12,26 Euro kostet dieser kleine Hausalarm, 105 Dezibel, der ist extrem laut, können Sie toll an die Wand anbringen, um Räume abzusichern, um Eingangsbereiche abzusichern. Das ist einfach ideal und Sie sehen, man muss gar nicht viel Geld ausgeben. 12,26 Euro, oh, jetzt geht er hier wieder los. Aber das ist klasse mit der Fernbedienung, ne? Kannst du immer anmachen, ausmachen. Und vor allem, dass auch 2 dabei sind. Das heißt, also dein Partner kann das genauso nutzen. Du hast zu zweit und weißt dann, wenn ich reinkomme, drücke ich kurz drauf, der Alarm ist deaktiviert. Und ansonsten jeder andere, der ohne Fernbedienung reinkommt in diesen Raum, der löst eben diesen Alarm aus. Das ist eine super Sache. Für kleines Geld, 12,26 Euro. Der ist heiß begehrt. Deshalb hier müssen Sie schnell sein mit dem Bestellen. NC 90 56 und die 569 ist da Ihre Bestellnummer. Hier sehen wir es auch mal. So eine
Umkleide, ne? Wo die ganzen Wertsachen dann drin sind. Da wird auch scharf gestellt beim Verlassen. Dann hat man noch schön die Zeit, um aus dem Raum zu kommen. Und wenn jetzt jemand Unbefugtes versucht, in den Raum einzudringen, dann reagiert natürlich hier dieser Alarm. Richtig, also günstiger und einfacher war es, glaube ich, noch nie, einzelne Räume hier zu schützen, sich einfach ein bisschen sicherer zu fühlen. Du hast auch gesagt, wenn ich nachts ins Bett gehe, im Flur aufstellen, scharf schalten, wenn dann irgendetwas Außergewöhnliches wäre, dann geht dieser Alarm los. Und Sie haben es jetzt auch gerade wieder gehört, 105 Dezibel im Vergleich bei Rauchwarnmeldern, da ist die vorgeschriebene Lautstärke 85 Dezibel. Aha. Also da sind wir nochmal um knapp 25% oben drüber. Und das ist eine Lautstärke, die vertreibt eigentlich die meisten Langfinger sofort. Oder wenn nicht, ist zumindest jemand alarmiert, der dann die Möglichkeit hat, hier ruckzuck die Polizei zu rufen. Ja, gerade bei Kellerräumen oder vielleicht so ein Fahrradraum, den man hat oder so, wo man nicht möchte, dass jemand reinkommt, da ist das ja ideal. Für kleines Geld, 12,26 € haben Sie hier diesen Alarm. Und was du gesagt hast, finde ich auch gut. Ein Wohnwagen oder ein Gartenhäuschen, das ist ganz, ganz clever. Weil da sucht man ja immer nach irgendwelchen Möglichkeiten. Dann kauft man vielleicht ein größeres Schloss noch extra für die Tür oder so. Hier, 12,26 €, dann hast du so einen tollen Alarm. Den kannst du überall einsetzen, hinstellen oder direkt an die Wand aufhängen. Und hier mit diesen tollen 2 Fernbedienungen im Lieferumfang können Sie dann schalten. Ja, und ich glaube, es war noch nie so günstig und so einfach, einen Raum abzusichern. Und mit 12,26 €. Und du hast vorhin die Kriminalitätsstatistik angesprochen und mich hat es fast auf den Hosenboden gesetzt, als ich die gelesen habe. 167.137 registrierte Einbrüche in Deutschland im Jahr 2015. Ja, diese Zahlen hatten wir seit den 90er Jahren nicht mehr und ein Anstieg um 10%. Es ist eben noch kein Ende in Sicht und mittlerweile ja nicht nur nachts, sondern auch tagsüber werden, was auch sehr umhergeht, ist der Fahrradklau aus Radkellern raus, wo du vermeintlich meinst, sie wären in Sicherheit, da werden hochwertige Räder geklaut und auch so ein Raum kann ich hiermit natürlich perfekt absichern und auch wenn der unten im Keller ist, ich höre dieses, wenn da jemand unbefugt in den Fahrradkeller zum Beispiel geht. Man kann sich da vielleicht auch schön mit den Nachbarn dann zusammenschließen, kann vielleicht auch hier direkt sagen, man bestellt mehrere, macht dann so eine Gemeinschaft und man achtet ein bisschen mehr auf sich selber. Ja, das ist sowieso noch ein ganz wichtiger Punkt, einfach ein bisschen mehr auf den Nachbarn schauen und dann, wenn ich mir so ein Gerät hole, auch mit den Nachbarn sprechen und sagen, hör zu, ich habe mir so eine kleine Alarmanlage geholt und wenn die losgeht, wenn dieses Getön zurück mal vorspielen mit 105 Dezibel, dann reagieren Sie bitte. Rufen Sie die Polizei, es sei denn, ich gebe gleich Entwarnung. Auf jeden Fall auf den Nachbarn achten und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz gutes Mittel. Und dann noch dazu dieses kleine technische Hilfsmittel, dieser kleine Hausalarm, der mich eben im Ernstfall alarmiert. 12,26 € mit der Bestellnummer NC 90 56 und der 569 können Sie jetzt bestellen. Natürlich für Tag und Nacht, weil diese kleine Alarmanlage mit dem Bewegungsmelder, die leistet Ihnen immer einen hervorragenden Dienst. Und wir zeigen nochmal, dass solche tolle Überwachungstechnik wirklich für jeden zugänglich ist. Man denkt manchmal so, ich habe das früher auch gedacht, muss ich gestehen, dass Alarmanlagen, dass Überwachungstechnik nur etwas für die ganz, ganz wohlhabenden Menschen ist. Dass der Normalbürger, so wie wir sind, sich sowas gar nicht leisten kann. Das stimmt aber nicht. Das zeigen wir Ihnen heute in der Sendung. Jeder kann sich diese Sicherheit leisten. Woran das auch noch liegt. Früher war es natürlich unbedingt notwendig, dass man das alles miteinander verkabelt. Das heißt, du brauchst einen Elektriker, du brauchst einen Elektroniker unter Umständen, also noch einen Alarmanlagenfachmann. Mhm. Und allein diese Stunden haben schon viel Geld gekostet. Aber hier sehen wir noch eine tolle Kundenmeinung. Von Hermine, die hat uns geschrieben, vielen Dank dafür. Einfach genial. Wir haben das Gerät jeweils in den Eingang unserer Hauseingänge gestellt. Nach Alarmschreck durch Nicht-Ausschalten haben wir uns an das Ritual gewöhnt. Auch die Nachbarn waren begeistert und haben auch bestellt. Tolle Idee, toller Preis. 12,26 € mit der Bestellnummer NC 90 56 und der 569 greifen Sie da gerne zu, weil das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Die müssen Sie einfach haben. Für ganz kleines Geld ist das hier alles komplett. So, aber wir haben ja noch mehr an Überwachungstechnik hier im Programm. Und
Da gehören unterschiedliche Sachen mit dazu. Deshalb werden wir hier auch mal schauen, was wir da alles Schönes haben. Hier unter anderem eine IP-Überwachungskamera mit Bewegungsmelder und Fenster- und Türsensor. Ja, das ist auch wieder ganz, ganz wichtig. Und vor allem auch hier wieder das Ganze unglaublich einfach zu installieren. Ich brauche eine Schraube in der Wand und auch an den Türen oder Fenstern. Je nachdem, wie viel Fenster- und Türsensoren ich hier anbringen will, ist das ganz einfach zu installieren. Ich muss keinen Elektriker mehr holen. Ich brauche also hier auch keine Kabel zu verlegen oder dann die Elektronik zu verkabeln, sondern das Ganze geht über Funk. Aber hier sind wir noch einen Schritt weiter mit dieser Überwachungskamera und den Bewegungsmeldern und den Fenster- und Türsensor, denn das Ganze ist WLAN-fähig. Das heißt, ich speise das in mein Internet ein, in mein WLAN hat, ja, die meisten haben es mittlerweile, und dann kann ich auch von unterwegs Meldungen entgegennehmen, wenn irgendwas im Bewegungssensor passiert und sehe dann auch die Bilder auf einer App auf meinem Smartphone und vor allem gleichzeitig, wenn ein Türsensor, ein Fenstersensor, ein Bewegungsmelder ausgelöst wird, dann passiert Folgendes, dass auch die Aufnahmen hier bei Tag als auch bei Nacht gespeichert werden in der Kamera in bester HD-Qualität. Und so kann ich dann diesen bösen Jungen, das böse Mädchen, die Räuberbande, die bei mir versucht hereinzukommen, kann ich dann natürlich dingfest machen bzw. Der Polizei diese Aufnahmen übergeben und die sind dann in der Lage, den Täter hier zu sehen. Und das ist eben etwas, was sensationell ist. Vor allem mit Fenster- und Türsensor auch noch. Ist das ganz, ganz clever gemacht, wenn man hier natürlich dann das ganze Spektrum abdeckt. Das hier ist dieser Bewegungssensor. Genau. Du siehst also hier, wie bei unserem Hausalarm, das gleiche System eingeschaltet, hiermit verbunden. Das macht das automatisch. Und dann, wenn sobald was in den Bereich kommt, geht der Alarm los. Also in diesem Fall jetzt stiller Alarm, denn die Aufnahme wird gestartet und du kriegst einen Hinweis auf dein Smartphone. Und jetzt sehen wir auch die Kamera, die kann ich jetzt ganz einfach so hinstellen, also irgendwo dementsprechend ausrichten, wie ich sie möchte. Aber gleichzeitig haben wir hier im Fuß natürlich auch Bohrlöcher. Das heißt, die kannst du auch an der Wand festschrauben und dann entsprechend ausrichten, wie du sie haben möchtest, in welche Richtung sie denn filmen soll mit dem Bewegungsmelder. In Kombination ist das natürlich ein hoher Sicherheitsfaktor. Und dann kommen natürlich noch die Sensoren dazu für Fenster und für Türen. Hier ist jetzt ein Sensorenpaar dabei, aber ich kann das auch beliebig erweitern. Bis zu 90 Sensoren könnte ich mit diesem Gerät verbinden. Dann muss ich einfach noch ein paar Sensoren dazu kaufen. Das sind, du siehst, also denkbar einfach, hier an die Fenster oder Tür, was zu öffnen ist, das an den Rahmen. Und sobald der Kontakt unterbrochen wird durch Öffnen, gibt es auch wieder einen Hinweis an die Kamera, also dann auch Hinweis an dich auf deiner App und gleichzeitig wird die Aufnahme gestartet. Sie sehen, damit ist dann alles abgesichert und Sie haben es gehört, ein paar von diesen Fenster- und Türsensoren ist mit dabei. Wenn Sie weitere möchten, fragen Sie einfach bei den Kollegen im Callcenter nach. Man hat natürlich immer bestimmte Fenster, bei denen man sehr unsicher ist. Gerade dann irgendwelche Fenster zum Garten heraus, vielleicht Kellerfenster, die Sie absichern möchten, weil Sie sagen, oh ja, da besteht die Gefahr, dass sich da Einbrecher unbemerkt vielleicht ums Haus irgendwie in der Dunkelheit anschleichen können an diese Fenster. Die würde ich auf jeden Fall absichern. Deshalb da bei den Kollegen im Callcenter einfach noch mal nachfragen und ein paar Fenster- bzw. Türsensoren mehr bestellen. Ja, jetzt haben wir noch zwei weitere Highlights. Das Ganze passiert natürlich auch, funktioniert auch nachts, weil auch Einbrüche auch oftmals nachts passieren, weil hier sind Infrarotlampen mit drin und die garantieren eine Sicht bis zu 10 Metern. Und das Zweite, was ich noch erwähnen wollte, ist, hier ist auch ein Zwei-Wege-Audiosystem mit verbaut in dieser kleinen Kamera. Jetzt nur angenommen, du hast kriegst jetzt den Hinweis, Alarm, auf deiner App, also auf deinem Smartphone, siehst, da ist irgendjemand. Und jetzt kannst du über deine App, also über dein Mikrofon an deinem Smartphone, kannst du mit der betreffenden Person sprechen. Echt? Ja, also stell dir mal vor, da ist gerade ein Einbrecher, der merkt das ja gar nicht, dass der Alarm losgegangen ist und der ist jetzt irgendwo an der Schublade. Du siehst ihn über die Kamera und dann sagst du mal einfach durch, hallo, was soll das? Das würde schon reichen. Glaub mir, der kriegt
der ist kurz vor dem Herzkasper und wird seine Füße in die Hand nehmen und wird abhauen. Und selbst wenn er das nicht macht, ja, hast du ja die Möglichkeit, mit deinem Smartphone sofort die Polizei anzurufen, zu sagen, hier, ich habe sogar ein Bild auf meinem Smartphone, weil das kannst du auch jederzeit speichern auf dem Smartphone. Mhm. Und natürlich in der Kamera wird es gespeichert. Und so ist dann die Chance groß, dass man solche Leute erwischt. Und oftmals sind ja solche Aufnahmen auch ganz, ganz wichtig, weil das Banden sind, die Ketten Einbrüche machen, die ganze Gebiete abgrasen. Das hört man, liest man immer mal wieder in der Zeitung, Einbruchserie in XY. Ja. Ja. Und in XY kommen die übrigens dann auch mal irgendwann, mittwochs abends im ZDF, Aktenzeichen XY. Da sind dann auch so Einbrecherbanden mal wieder. Und wenn man dann noch ein Foto hat, dann werden die ruckzuck geschnappt. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, finde ich. Sie sehen es, Bewegungsmelder ist dabei, Fenster- und Türsensor ist dabei und die Kamera für 111,06 €. Das ist ein ganz kleiner Betrag für so viel Sicherheit. Und gerade wenn bei einem schon mal eingebrochen worden ist, dann weiß man, wie sich das anfühlt. Dann kennt man das. Also bei uns selber wurde auch schon mal eingebrochen. Bei meiner Freundin, du hast es vorhin angesprochen, wurde tagsüber eingebrochen. Ja, die war mit ihrem Mann, ihrer Tochter auf dem Weihnachtsmarkt an einem tollen Adventssonntag und die waren tagsüber, das war wirklich, also 14 Uhr sind die losgefahren, 16.30 Uhr waren die wieder da. In dieser Zwischenzeit, in dieser Zeitspanne wurde eingebrochen und die sind hinten durch die Terrassentür rein und haben im Haus, ganz, ganz furchtbar. Die haben alles geklaut, alles verwüstet. Die Katze ist zum Glück nicht weggelaufen, die war im Haus, das ist ein Hauskätzchen. Da hatte meine Freundin sehr Angst, dass das Kätzchen dann auch weg ist oder dass sie das dann auch irgendwie, die manchmal schlagen die ja auch die Tiere dann oder so, wenn die allein im Haus sind. Jetzt hast du vorhin noch was Wichtiges gesagt. Früher waren so komplexe Alarmanlagen, also technisch gar nicht möglich, aber Alarmanlagen überhaupt waren unglaublich teuer. Da hast du für ein Alarmanlagensystem mit Bewegungsmelder, mit Fenster- und Türensensoren, sagen wir jetzt mal 5, 6, 7, 800 D-Mark bezahlt. Aber dann kam natürlich der Elektriker noch dazu, die Handwerker, die das alles installieren, verkabeln mussten. Und ruckzuck hat dann so eine einfache, in Anführungsstrichen, einfache Anlage, hat dann weit über 2000 D-Mark gekostet, also umgerechnet 1.000 € heute. Und das war ganz normal. Deshalb konnten sich das auch nur die wirklich reichen Leute oder die Wohlhabenden, jetzt haben wir es genau, konnten sich das auch nur leisten. Heutzutage kann sich das jedermann leisten. Und wenn man auch früher so Filme angeschaut hat, da wurde ja nur in den großen Villen eingekauft. Ja, die Zeiten sind auch vorbei, weil ich finde heutzutage in jedem Haushalt elektronische Geräte, die sich lohnen, also ein Laptop, ein Tablet, was weiß ich, eine Playstation, das alles wird ja ganz schnell oder Schmuck wird eingepackt und weg sind sie. So schnell kann man gar nicht schauen. Aber wenn ich dann diese Aufnahmen habe, dann ist das hervorragend. Und jetzt nochmal, Handwerker brauche ich hier keine. Nee, man kann das alles selber installieren. Mit der Bedienungsanleitung, da ist alles dabei, wie ich es auch am besten positioniere, in welchem Wohnraum oder in welchem Bereich, so dass ich also hier absolut sicher bin. Ich nehme mir halt mal ein bisschen Zeit, um das an einem Tag zu installieren. Aber vor allem, weißt, wenn du das gemacht hast, bist du danach auch richtig stolz auf dich. Das ist ja auch so was Weiteres. Dann einfach per WLAN verbinden mit deinem Smartphone, kostenlose App noch runterladen. Also es sind schon ein paar Schritte. Du musst dir ein klein wenig Mühe machen, aber ich würde mal behaupten, dass das wirklich jeder hinbekommt hier. Und diese Alarmanlage, dieses Alarmsystem ist ganz neu bei uns im Programm. Übrigens auch mit einer Weitwinkelkamera, also 155 Grad vor der Kamera sind hier abgedeckt, sodass also keiner sich irgendwo im Blickschatten oder im schwarzen Loch befinden kann. Du hast ihn überall drauf oder sie. 111,06 €, das ist unser TV-Sonderpreis, ganz neu und Sie können jetzt direkt bestellen. Unsere WLAN-IP-Überwachungskamera mit Bewegungsmelder und Fenster sowie Türsensor. Sie können noch weitere Fenster bzw. Türsensoren mit dazu bestellen. Einfach nachfragen bei den Kollegen im Callcenter. Rufen Sie jetzt an 0180 51 51 3 × 2. Dann nennen Sie die Bestellnummer NX 42 43 569, dann kommt das zu Ihnen nach Hause. Ein bisschen Zeit nehmen, alles installieren und dann fühlt man sich direkt erstmal ganz stolz, weil man das selber gemacht hat, aber dann auch sehr, sehr sicher, weil man weiß, es kann einfach gar nichts mehr passieren und wenn was passiert, dann hat man auch eine gute Chance, die Täter dann zu fassen, weil das ist leider sonst nicht der Fall.
Nein, nein, eben mit den Aufnahmen. Wichtig ist hier auch der stille Alarm. Also es merkt eigentlich keiner, dass Alarm ausgelöst wird und er wird gefilmt. Und ich bekomme aber sofort den Hinweis auf mein Smartphone oder mein Tablet, dort, wo ich die App halt draufgeladen habe. Und das ist eben sensationell einfach und dann auch für mich natürlich mein Quantum Sicherheit, das ich mir wünsche, sodass ich da also jederzeit in der Lage bin, drauf zuzugreifen auf die Kamera und dann auch entsprechend die scharfen Bilder der Übeltäter habe. So, jetzt waren wir bis jetzt aber drinnen und jetzt kümmern wir uns auch mal um den Außenbereich und hier würde ich jetzt einfach mal behaupten, um ein professionelles Überwachungssystem. Ein richtiges Profisystem, ja, was wir Ihnen jetzt anbieten dürfen, auch hier zu fantastischen Preisen und auch erweiterbar. Auch das ganz wichtig, weil Sie sehen, wir bieten es Ihnen jetzt in der ersten Variante an mit zwei Kameras. Das heißt, man bekommt diesen tollen Bildschirm einmal, diesen Überwachungsmonitor und zu dem Überwachungsmonitor zwei Kameras passend, die Sie eben auch schon kurz im Bild gesehen haben, die man dann im Innen- oder Außenbereich dementsprechend installieren kann. Ja, die Installation ist unglaublich einfach. Ich habe jetzt eine Kamera, die werden wir auch nachher noch anschließen, damit Sie sehen, wie einfach das ist. Die bringst du jetzt irgendwo in dem Bereich an, den du abschirmen willst. Also Eingangsbereich, Carport, hinten Terrasse, Garten, Seiten, Kellerfenster oder Kellereingang, ganz egal wo. Hier einfach mit Schrauben festmachen, ausrichten auf, da sehen wir Stellschrauben, da kannst du das dann richtig schön fixieren in dem Winkel, den du möchtest. Die Antenne sehen wir hier, weil hier stellen wir eine Funkverbindung her. Wir brauchen also keine Kabel zu legen. Das Einzige, was ich brauche, ist Strom. Den, du siehst auch hier ein langes Kabel dran. Das heißt, also ich habe genügend Platz oder irgendwo ist eine Steckdose und da stecke ich es ein. Und jetzt kann das bis zu 150 Metern entfernt sein von meinem Hauptgerät. Das heißt, sprich der Steuermodul, der Monitor. Und dann verbindet sich das in dem Moment, wo ich einstecke. Ich sage jetzt mal, 5-6 Sekunden wird es gehen. Ja. Dann verbindet sich es automatisch und ich habe den Kontrollmonitor hier und habe die Möglichkeit, jetzt alles zu überwachen. Auf diesen Monitor. Ja, und gleichzeitig kann ich hier jetzt auch natürlich eine Alarmfunktion einstellen. Also erstens mal lege ich hier Karten bis 64 GB rein. Und sobald, wenn ich jetzt auf Bewegungssensor gehe, sobald jemand in diesen Bewegungsbereich kommt, wird auch die Aufnahme gestartet. Ne? Egal jetzt bei welcher Kamera, dann startet die Aufnahme und wird hier gespeichert. Gleichzeitig bekomme ich auf meine App, also auch hier wieder eine kostenlose App dazu, eine Nachricht, dass sich was im Bewegungsbereich getan hat. Also auch wenn ich nicht zu Hause bin, nicht vom Monitor bin, kann ich dann direkt auf meine App sehen, oh, bei mir zu Hause passiert irgendwas, kann direkt reingucken in die Live-Bilder bei mir zu Hause von den Kameras. Und wenn ich sehe, oh, ist nur der Nachbar vielleicht, der irgendwie ein Gartengerät oder sich geborgt Katze oder hat, der Hund vom Nachbarn, genau, die da irgendwie spielen oder eine Mülltonne umgekippt haben, dann ist ja nicht schlimm. Aber wenn dann wirklich da jemand ist, wer Fremdes, vielleicht vermummt oder so, dann kann ich direkt die Polizei rufen. Dann kann ich sofort die Polizei rufen. Ja. Und das ist wichtig. Ich habe dann auch wieder gestochen scharfe Aufnahmen. Auch hier bei Tag als auch bei Nacht. Weil schauen wir mal hier. Das ist also sehr, sehr deutlich zu sehen. Das sind die Infrarot-LEDs. 24 Stück. Und jetzt kann ich bis auf 10 Meter Entfernung das alles wieder gestochen scharf sehen. Bewegungssensor drin. In jeder Kamera ist auch ein Zwei-Wege-Audiosystem. Das, was ich vorhin beschrieben habe. Wenn du jetzt irgendwas siehst, zum Beispiel einen Eindringling oder es ist nur ein Vertreter, den können Sie direkt, den Sie sehen, im Kontrollfeld können Sie den direkt ansprechen, können sagen, keine Zeit heute oder gehen Sie. Oder bei Einbrechern natürlich, was soll das? Verschwinde. Und das ist immer sowas. Persönliche Ansprache von Einbrechern, die hauen ab. Können wir ab. Den jetzt ansprechen, den wir da auf dem Bild sehen? Das könnten wir machen jetzt. Soll ich mal laut machen? Ja, ja, gerne, gerne. Auf. Achtung, ich mache jetzt mal den Ton. Warte, ich jetzt hoffe ich, dass wir keine, nee, die Kamera ist ja nicht angeschlossen, also eine Rückkopplung kriegen wir nicht. Jetzt hören wir und dann brauchen wir nur. Das ist übrigens, die können wir drauf schauen, das ist die Küche hier, unser Essbereich, da sitzt gerade jemand und isst. Also du hörst es und jetzt kannst du auch über die App vom Smartphone. Hallo Herr Zanger. So, jetzt müsst ihr dann erschrecken. Dann läuft jetzt noch jemand vorbei. Ich glaube, er ist ins Essen vertieft. Aber das ist auch wichtig, dass man das machen kann. Und jetzt hier in unserem ersten System mit zwei Kameras, also wie Sie möchten, so Sie sehen, Sie können das groß mit einer Kamera aufs Bild machen, aber Sie können auch alle beide Kameras gleichzeitig auf dem Bild zeigen. Ja. Aber da redet niemand.
Soll ich mal die umschalten? Warte. Nee, dann komm, lass sie mal in ihrer Pause. Lass sie mal, weil das ist unser Aufenthaltsraum. Und aber da dürfen sie, wir haben ja noch eine Kamera. Da dürfen sie ihre Kamera. Da dürfen sie natürlich ihre Pause. In die Regie kannst du jetzt aber nicht mit Ton schalten, weil dann nee, hören wir uns doppelt. Dann haben wir nämlich wieder eine Rückkopplung. Da, bei Ihnen zu Hause werden Sie keine Rückkopplung haben. Und hier sehen wir das Set nochmal. Den 9 Zoll Monitor, also das, ja, ich sag jetzt mal, das Mutterschiff und die zwei Kameras, die ich im Radius von 150 Metern Entfernung von unserem Steuergerät aufhängen kann und dann sofort die Verbindung habe. 369,91 € mit der PX. 37,49 unter 569 können Sie da bestellen, wenn Sie jetzt sagen, oh, sowas wollte ich, so ein professionelles Überwachungssystem, aber zwei Kameras sind viel zu wenig. Ich brauche eine für den Eingangsbereich, ich brauche eine hinten für den Terrassen-Kellerbereich, ich brauche eine vielleicht für die Garage, Carport, Eingangsbereich nochmal, ne, vorne vorm Haus. Ich brauche eine vielleicht im Haus auch selber. Da haben wir natürlich das System auch nochmal mit vier Kameras direkt für Sie vorbereitet. Und dann wird es richtig toll. Wollen wir die mal anschließen jetzt? Schalten wir aber erst wieder um auf Einzelbild, also auf alle vier. Jetzt sind wir auf Einzelbild. Da drüben ist es so. Nochmal drauf. Von oben ist immer so ein bisschen. So, jetzt müssten gleich die zwei Kameras kommen, die wir schon angeschlossen haben. Und jetzt machen wir eine nach der anderen. Ich bitte dich doch hier mal reinzuschauen, damit auch jeder sieht, dass es die ist. Und jetzt das Einzige, was wir machen, ist das Stromkabel. Ich habe hier unten eine Steckdose, die stecke ich jetzt ein. Und jetzt können wir schon. Ist die angeschlossen? Warte mal. Ja. Ja, natürlich, sonst wird ja. Ach nee, hier haben wir gar keinen Strom. Haben wir Strom? Doch, müssen wir ja haben. Da läuft es ja auch. Also, probieren wir es jetzt mal. Und jetzt müsste es funktionieren. Gleich. Aber du hast recht, wir haben keinen Strom. Warte, ich hol mal. Ich habe da hinten noch eine Steckdose. Da gehen wir jetzt drauf. Also, das kann ja nicht das Problem sein. Also, das Einzige, was Sie brauchen, ist Strom. Jetzt habe ich den Strom dran gehängt. Und jetzt müssten wir eigentlich zählen können. Jetzt geht es keine 10 Sekunden. Dann ist die dritte Kamera installiert. Da ist sie. Hallo! Ja? Hast du es gesehen? Sehen Sie mich? Und wir haben ja noch eine vierte Kamera, die da drüben steht. Da habe ich jetzt genauso. Da habe ich jetzt genauso den Stecker. Und den stecken wir jetzt in den nächsten freien Steckplatz. Die stecken wir jetzt auch ein. Sie sehen, wie schnell die sich verbindet. Ne? Also hier sehen Sie jetzt mich auf der Kamera immer noch. 5, 6. Da ist er. Das heißt also, so schnell kannst du gar nicht zu deinem Monitor kommen. Du installierst die Kamera irgendwo, in dem Moment, wo du sie einsteckst, bis du beim Monitor bist, sind die alle verbunden. Und jetzt haben wir eben vier. Das heißt, ich kann alle vier Himmelsrichtungen meines Hauses zu 100% überwachen. Wer kommt, wer schleicht ums Haus. Ob ich das auf dem Monitor sehe, aufnehme oder, wenn ich gar nicht zu Hause bin, das Ganze auf meinem Smartphone bekomme, das ist dann total egal. Aber ich habe zu jederzeit die Überwachungsmöglichkeit, die Sicht auf meine vier Wände, auf mein Haus, auf meinen Garten, auf meinen Carport, egal, die Einfahrt vielleicht. Super, beliebt oder? Sind solche Systeme mit diesen vier Kameras, übrigens auch in Wirtschaften, in gastronomischen Betrieben, in Hotels, in Spielotheken, weil da sehe ich immer alles auf einen Blick. Und wenn mir irgendwas Spanisch vorkommt, dann gehe ich einfach wieder auf den großen Monitor und hole mir die Bilder einzeln. Und da kann ich auf jede Kamera einzeln, da sind sie jetzt wieder, Sie sehen immer ein paar Sekunden, bis das System umgestellt hat, aber das geht sehr, sehr flüssig. Und jetzt sehen wir, jetzt können wir wechseln von einer Kamera zur anderen. Ja? Hier siehst du jetzt, es spielt eine Kamera nach der anderen durch. Das ist jetzt, das ist die da liegt. Genau, die filmt gerade unsere Scheinwerfer. Jetzt müssen wir gleich zu dir kommen. Jawohl. Und jetzt sind wir auch gleich wieder in der Regie. Und so kann ich das alles sehen, kann auch jederzeit hier eine Aufnahme starten, kann die Aufnahme auf meinem Endgerät, also auf meinem Smartphone zum Beispiel, auch jederzeit noch zusätzlich machen. Und das ist so ein Überwachungssystem. Gerade solche Kameras, die kennt man aus so alten Hollywood-Filmen bei diesen riesen Millionärsvillen. Ja. Da waren solche Kameras installiert an Hoftor. Ja, aber die haben sicher zigtausende Euro bezahlt. Ja. Genau, normalerweise kostet das ja dann, wie du vorhin schon erklärt hast, durch die ganze Installation, die dazu kommt und damals halt auch noch mit den ganzen Kabeln. Hier geht das ja ruckzuck, Sie haben es gesehen, das hat man auch sehr schnell selber installiert und für 569,91 € bekommen Sie hier dieses gesamte System inklusive Monitor und vier Kameras. Ganz wichtig, das sind vier Stück, die Sie da haben. Das ist natürlich die optimale Anzahl auch. Da können Sie wunderbar Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Grundstück dann dementsprechend abschließen.
absichern, aber natürlich, wie du gesagt hast, auch mal für vielleicht, wenn man einen Kiosk hat, wenn man dann irgendwie ein Hotel hat, eine Gastwirtschaft oder so. Auch da sind diese Kamerasysteme sehr beliebt. Die kosten normalerweise dann halt viele tausend Euro. Bei uns 569,91 Euro. An der Stelle selbstverständlich auch versandkostenfrei. Guck mal, ja, das ist Jana. Da sehen wir Jana, die bereitet sich gerade in der Regie auf die nächste Sendung vor. Und da in der Küche keiner Pause im Moment, okay? Also die ganze Firma arbeitet. Das ist ja auch mal beruhigend, das zu sehen, dass alle arbeiten. Aber natürlich, jetzt sind wir wieder beim Ernst der Dinge. Die Einbrüche, sie werden immer mehr. Und hiermit kann ich eben die Täter abschrecken. Erstmal, die Kameras, schon außen installiert, haben eine riesen Abschreckung, weil die werden ja gesehen und die bösen Jungs, die erkunden natürlich vorher die Objekte ihrer Begierde. Und wenn da Kameras sind, dann gehen sie zum Nachbarn. Und zum Zweiten natürlich, wenn wirklich mal was passiert, habe ich die Täter hier in besser HD-Qualität bei Tag als auch bei Nacht auf Film. Und ich kann sie dann eben diese Filme der Polizei übergeben. PX 3750569, Ihre Bestellnummer für dieses tolle Überwachungssystem, ein Profi-Überwachungssystem inklusive des Monitors und vier Kameras, die wir Ihnen da nach Hause schicken, haben Sie innerhalb von 0, nichts dann installiert und dann herrscht bei Ihnen zu Hause Sicherheit, damit Sie sich einfach besser fühlen, weil wenn einmal bei einem eingebrochen worden ist, ich weiß es aus Erfahrung, das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, das möchte man nicht erleben, deshalb bitte schützen Sie sich, wir haben Ihnen preiswerte Lösungen gezeigt und hier das Profisystem, da war sicher für Sie das Richtige mit dabei.